Mehrheit. So, und jetzt lasst uns nicht noch zu lange hier rumlabern, weil es gibt wirklich wahrscheinlich, also der Stream wird, ist ja schon 21.30 Uhr, der Stream wird bestimmt mindestens 2,5 oder 3 Stunden gehen. Lasst uns mal mit Flokes anfangen. Der ist ja mal relativ emotional und hat auch relativ schnell schon das Video hochgeladen. Bei Instagram habe ich gesehen. Und da bin ich mal gespannt, was er jetzt in so einem längeren Statement sagt. Was mich ja mies ankotzt, ist es bei euch mittlerweile auch so, dass man die Dislikes nicht mehr sieht. Ich sehe die auch selber nicht mehr. Wie soll ich denn jetzt wissen, ob ein Video gut ankommt oder nicht? Das finde ich irgendwie ein bisschen fragwürdig. Aber nun gut, so soll es sein. Lasst uns loslegen mit dem ersten Video, was wir uns heute reinziehen von Flokes. 772 Likes. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Dislikes. Kann ich einschätzen, wie die Community das sieht. Aber wir können ja unsere eigene Meinung uns bilden und brauchen dafür auch keine Dislikes. Los geht's. Yo, Leute. Was geht? Mein Name ist Flo. Ich bin gerade aufgestanden. Das sind die ersten Worte, die ich heute rede. Ich habe heute noch mit niemandem gesprochen. Ich habe meine Stimme noch nicht ein einziges Mal... Ganz kurz, Morg, habe ich auch nicht, jetzt von dir als Front oder so gesehen. Ich wollte es nur mal sagen an alle die, die es bei YouTube kommentiert haben. Weil da haben ja manche kommentiert, ja, gib ihm doch erstmal eine Chance. Ja, dann gib mir doch erstmal eine Chance und guck das Video zu Ende. Auch schönes Standbild, was ich vom Flo wieder generiert habe. Aber jetzt geht's los mit diesem Video. Denn, Leute, ich werde hier auch keine Cuts machen oder so. Ich werde das alles in einem Ding machen, weil ich habe keinen Bock, das zu schneiden. Ich will das einfach so schnell wie es geht wieder vom Tisch haben und dann mich wieder in meinem Bett verkriechen und den ganzen Tag einfach nur heulen. Oder auch den ganzen Monat. Oder bis dieses ganze Albtraum-Ding vorbei ist. Denn, meine lieben Freunde, Herr der BSC hat mal wieder einen rausgehauen. Es reicht nicht, die ganze Zeit irgendwie hin und her und hoch und runter und dann das... Das ist jetzt besser? Also lauter geht's wirklich nicht. Und hier und bla und so... Es muss der nächste Trainer her. Pal Dardai ist nicht mehr Trainer von Hertha BSC. Das wurde heute Morgen bekannt gegeben. So, jetzt reden wir aber erstmal nicht über Nachfolger und so, sondern erstmal über ihn. Pal Dardai und sein Trainerteam mit Zecke Neuendorf und so weiter und so fort. Das sind alles Herthaner durch und durch. Das ist das Wichtigste. Die verstehen den Verein wie niemand anderes. Nicht mal Freddy Bobic kann das so wie die. Jetzt ist es ja so, dass der gute Pal nicht die... Naja gut, also zu der Aussage muss ich sagen, klar, Identifikation ist wichtig, gerade für so eine Spiele wie im Derby, auch im Team. Umso mehr Berliner, desto besser, aber es bringt halt auch nichts. Jetzt mal so ganz salopp gesagt, ja, Identifikation schießt auch keine Tore. Also es bringt auch nichts, wenn ich jetzt hier nur noch Herthaner drin habe, die aber alle keine Leistung bringen. Ja? Also das ist für mich kein Totschlagargument, jemanden zu behalten. Und wie gesagt, ich verstehe auch Leute, die sagen, Paul soll rausgehen, hat keine Weiterentwicklung gegeben und so weiter, aber dann eben nur für einen adäquaten Ersatz. Und ich wollte jetzt nur mal auf die Aussage eingehen. Also für mich ist nicht per se, jetzt als Beispiel, ja, ich Mittelstädt, wer ist ja Mitty und die Jungs, ich liebe Mitty, aber für mich ist per se Mitty jetzt nicht zwangsläufig, dass wir immer seinen Vertrag verlängern müssen, weil er Herthaner ist. Ja? Also wenn er, wenn es so weitergeht, irgendwann muss man sich überlegen, ob man seinen Platz eventuell mal ersetzt. Beste Saisonleistung hingelegt hat bisher. Er hat uns in der letzten Saison gerettet mit mäßigen Leistungen, sage ich einfach mal. Mit Leistungen, wo man sich denkt, ah, hätte auch besser sein können. Aber er hat Hertha BSC als absoluter Scherbenhaufen übernommen und sie dann halbwegs zu einer... Also das stimmt. Das stimmt wirklich. Und also ich muss ganz ehrlich sagen, unabhängig davon, dass der Fußball auch nicht schön war, auch damals schon nicht, glaube ich, es hätte zu dem Zeitpunkt auch gar kein anderer als Pal hinbekommen. Weil das konnte Pal immer, wenn es um entscheidende Spiele ging, hässlich, aber die irgendwie zu gewinnen. Auch wenn auch mit Glück erzwungen. Wir wären auch definitiv, das kann ich auch jetzt schon mal sagen, wir wären mit Dardai so weiterhin nicht abgestiegen, diese Saison. Aber der Fußball wäre halt genauso grottig gewesen wie jetzt die ganze Zeit. Das hätte man in Kauf nehmen müssen. Deswegen macht es ja auch nur Sinn, diesen Trainer meiner Meinung nach zu entlassen, um jetzt hier mal vorzugreifen, ich weiß nicht, was er noch sagt, diesen Trainer zu entlassen,
wenn man in der Hinterhand einen hat, wo man definitiv davon ausgeht, dass der Fußball besser wird, erfolgreicher wird, schöner wird und so weiter. Weil man muss natürlich auch berücksichtigen, das wird ja ein Manager wie Freddy B. auch sehen, Freddy Bobic, dass so eine Partien wie jetzt gegen Augsburg bei so einem Wetter, ein 1-1 wieder nach 97 Minuten, nicht gerade für Euphorie sorgen, nicht gerade dafür sorgen, dass sich Leute mit Hertha identifizieren. Die Leute haben keinen Bock mehr auf Hertha, die Leute gehen nicht mehr ins Stadion, das hat auch andere Gründe. Aber deswegen kann es sein, dass man da einen neuen Trainer holt, aber eben nur einen, wo es sich verbessert. Und mit Dardai, sage ich ehrlich, die Klasse hätten wir auf jeden Fall gehalten. Schafft gemacht. So. Jetzt kommt Freddy Bobic im Sommer und holt genau. Im Prinzip war es nichts. Suat Serdar und so halb Marco Richter und Stevan Jovetic waren die, wo ich mir sage, okay, die haben sich gelohnt zu holen. Jetzt muss ich kurz niesen. Achtung. Doch nicht. Alles klar. Vielen Dank, Körper. Wir schauen einfach mal drauf, was man denn so geholt hat. Denn warum auch nicht? Freunde, schaut es euch mal an. Also, Oliver Christensen. Ersatztorwart, der auf lange Sicht vielleicht erster Torwart wird. Nee, ja, okay, aber muss ich den dann hätten wir den dann unbedingt dieses Jahr holen müssen, diesen Torwart? Ich kann es nur nochmal sagen. Alle, die mir immer schreiben, was hätte Bobic machen sollen, der hat kein Geld gehabt und so weiter. Ja, warum gibt er dann unnötig 3 Millionen für einen Torwart aus? Warum gibt er dann 3 Millionen für irgendwelche zentralen Mittelfeldspieler aus, auf den Positionen, wo wir schon Leute besetzt haben? Klar, das sind Zukunftstransfers, aber ich mache doch keine Zukunftstransfers in einer Phase, wo ich nicht mal Geld habe für die Außenspieler. Weißt du, das ist ja die Krux. Auf sowas schauen wir gar nicht. Wir schauen, passt auf, wir machen es folgendermaßen, wir schauen auf die Offensive, denn da liegt ja das große Problem. Und in der Defensive liegt auch das große Problem. Also passt mal auf. Wir haben viele, viele Spiele scheiße gespielt. Und die größten Probleme waren, dass wir so viele Gegentore bekommen haben und dass wir keine Tore geschossen haben. Vorne, offensiv. Jetzt sehen wir uns mal an, was denn da passiert ist. Also, der Einzige, der halbwegs fit war, da lache ich mir doch einen Arsch über die komplette Saison bisher, war das Stark. Der hatte einige gute Spiele, aber auch Spiele, wo man sagt, braucht man nicht. Der Dedrick Boyata war verletzt, dann war er kurz wieder da, dann war er rot gesperrt. Martin Dardai ist 19 Jahre jung. Für mich unser bester Innenverteidiger diese Saison. Also Marton, wirklich Ehre geht raus, bester Mann, allein vom Charakter her, weil er auch Hertaner durch und durch ist, aber diese Saison bisher, auch aufgrund seiner vielen Verletzungen, die er jetzt wieder hat, weiß ich nicht, bester Innenverteidiger ist auf jeden Fall, ganz ehrlich, auch wenn ich ihn eigentlich nicht so mag und wenn er mich geisteskrank schon aufgeregt hat, aber man muss ehrlich sagen, der beste Verteidiger dieses Jahr war dann, oder eigentlich Pekarik, der hat mich nicht aufgeregt, sondern Niklas Stark, wenn wir jetzt von Innenverteidigern reden, weil der war wenigstens immer fit, hat auch ab und an richtig Kacke gespielt, aber im Schnitt hat er dann noch mit am besten gespielt und vor allem war er verletzungsfrei. Das muss man ja auch berücksichtigen. Und Torunariga, komplett verletzt, die ganze Zeit, 2 Spiele gemacht, glaube ich, in der ganzen Zeit. Und Linus Gechter in der Innenverteidigung. Zwischendurch war auch noch Lukas Tousar in der Innenverteidigung. Merken wir, was da so passiert? Merken wir das? Da ist nicht so wirklich viel Kontinuität. Und das ist ein Problem. Denn ohne Kontinuität, ohne sich einzuspielen, schleichen sich auch immer wieder in Zusammenspielfehler ein. Das heißt also, hätte man vielleicht eine Verteidigung gehabt, die immer, ich sag nicht, die 100% gleich ist. Aber ich sag mal, wenn man Niklas Stark und Dedrick Boyata als Pfeiler hat und dann eben immer nur ab und zu rotieren muss, dass eben Martin Dardai mal spielt, dass eben Torunariga spielt. Wir haben uns ja nur auf Linus Gechter verlassen müssen, weil alle anderen Innenverteidiger irgendwie kaputt waren. Ey, aber wir müssen noch mal eine Sache dazu sagen. Ja, das ist mir nämlich selber mal aufgefallen, weil ich immer gesagt habe, wir haben so viele Gegentore. Klar, wir haben 2 Spiele richtig reingeschissen gegen Bayern und Leipzig. Da haben wir insgesamt 11 Gegentore bekommen. Hätten wir die nicht bekommen, wäre unsere Abwehr gar nicht so schlecht. Dann hätten wir eine Tordifferenz von, glaube ich, -3. Da wären wir auf jeden Fall auf den unteren Rängen bei den Besten dabei. Das Problem ist ja vielmehr die Offensive und das weiß ja auch jeder. Wir haben ja in den Spielen, außer in diesen beiden Spielen, eigentlich relativ gut verteidigt. Das war jetzt nicht das größte Problem, meiner Meinung nach zumindest, sondern unser Problem war ja die Ideenlosigkeit, die Konzeptlosigkeit nach vorne, meiner Meinung nach. Der Herr Tana, Marco, grüß dich, mein Lieber.
Und ich glaube, wäre das nicht passiert, hätten wir eine Stamminnenverteidigung, die sich von Anfang an hätte einspielen können, was eben nicht der Fall war, dann hätten wir vielleicht nicht ganz so viele Gegentore kassiert. Wir haben ja jetzt mittlerweile 1 Milliarde Gegentore. Ich glaube, nur Greuther Fürth hat mehr. Ja, aber wie gesagt, die sind ja vor allem entstanden durch diese 2 Katastrophenspiele, was ja keine Ausrede ist, die darf man ja nicht ausklammern. Aber in den anderen Spielen stand die Abwehr zumindest nicht schlechter als bei anderen Abstiegskandidaten und das sind wir ja einfach mal. Das ist höchstwahrscheinlich ein Grund. Normalerweise war es ja immer so bei Pal. Nandanda, Junge, du Ehrenmann. Vielen Dank für dein Subgift an den Herr Tana, Alter. Marco, bedank dich mal bei Nandanda. Jetzt kannst du immer ohne Werbung meine Streams gucken und kannst alle Emotes benutzen, weil der Nandanda für dich ein bisschen Geld ausgegeben hat. Alter, dass die Defensive richtig, richtig gut stand. Und das war es ja auch in einigen Spielen. Aber wenn man keine Konstanz hat in der Innenverteidigung, oder auch auf den Außenverteidigerpositionen. Da hat ja auch erst Cefulk rechts gespielt, dann Lukas Klünter war mal dabei, Peter Pekarik. Wir haben erst 3er, dann 4er Kette gespielt. Also, was? Das war aber eigentlich, wenn ich jetzt mich, das ist jetzt spontan, ja, das habe ich jetzt nicht geplant, so zu reagieren. Aber eigentlich muss man das auch wieder Dardai vorwerfen, muss ich ehrlicherweise mal sagen, weil er wollte ja die ganze Zeit 3er- bzw. 5er Kette spielen und hat ja die ganze Zeit auch gesagt, ja, da stehen wir besser und so weiter. Und dann haben wir die ganzen Gegentore in dieser 3er- und 5er Kette kassiert, zum Beispiel gegen Bayern. Oder auch gegen Köln und dann, oder war gegen Köln Viererkette, ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall wollte er ja mit Fünferkette spielen und er hat es ja dann erst im Laufe der Saison umgestellt. Das ist schon eine Sache, die kann man dem Trainer ankreiden. Der hätte schon in der Vorbereitung merken können, naja, mit den Spielern, die ich habe, spiele ich mal lieber Viererkette als Dreier- oder Fünferkette, finde ich. Also das muss man ihm schon, das muss man ihm eigentlich schon ankreiden, dem Dardai. Was soll man machen, wenn sich alle Innenverteidiger irgendwann mal verletzen und man keine Kontinuität reinkriegt? Dann ist es halt so, dass sich die Spieler nicht ordentlich einspielen. Ganz kurz, der Herr Tana, also Marco, dein Video gucken wir nachher übrigens auch noch zusammen hier an. Können und man dann eben ein bisschen wackeliger hinten ist. So, das ist unser Defensivproblem. Jetzt kommt unser Offensivproblem. Wir haben genau, wir haben eineinhalb gute Offensivspieler momentan. Und einer davon ist ein Achter. Suat Serdar ist der Einzige. Ja gut, aber der spielt ja die ganze Zeit auf der 6. Und das muss man dann auch wieder Dardai ankriegen. Wieso einer, der so kreativ ist und so viel nach vorne machen kann, wieso stelle ich den auf die 6? Also das sind, wieso, ist gut, wenn es anders wird, Marco, dein Video, weil es, ich will ja hier alle Meinungen abdecken. Beziehungsweise mir angucken und darüber diskutieren mit euch auch hier, ne? Suat Serdar, klar, ich verstehe diesen Hintergedanken, dass er von der 6 Bälle erobert, also Santi erobert den Ball auf der 6, er ist auch auf der 6, geht dann ins 1 gegen 1, zieht 3 Spieler auf sich und kann dann einen langen Ball spielen, weil er halt Raum ist, den er geschaffen hat. Aber trotzdem kann ich doch nicht, wie es Flo auch gerade schon sagt, einen der einzigen Spieler, der offensiv irgendwie mal eine Idee hat oder ins 1 gegen 1 gehen kann, auf die 6 stellen. Das ist schon, das sind schon Trainersachen, muss man ganz ehrlich sagen. Dem ich konsequent über die gesamte Saison zugetraut habe, offensiv gute Akzente zu setzen. Wir machen weiter. Jürgen Ecklenkamp ist 21 Jahre alt, hat noch nicht so wirklich bei Hertha reingefunden. Man hat es gesehen, immer wenn er von Anfang an gespielt hat. Als Joker war er immer super, aber immer wenn er von Anfang an gespielt hat, war es eher so, geht so. Und ich will ihm jetzt keinen Vorwurf machen. Das ist, er ist immer noch ein super krasser Spieler und ich glaube auch auf lange Sicht kann er sich bei Hertha gut durchsetzen, aber trotzdem eher so meh. Maulida hat ein Tor gemacht. Danach ist er gedroppt worden, weil er weder Deutsch kann, noch sich ordentlich bei Hertha durchsetzen kann. Schade. Einer von unseren 3 Außenspielern schon mal raus. Das ist übrigens auch so ein Ding, wo ich glaube, dass Bobic das einfach nicht gefällt, weil Bobic hat ja Maulida für gut genug empfunden, um eben Dilruson und Luke Bakio abzugeben und er ersetzt ihn quasi. Und der wird es natürlich nicht feiern, wenn dann auf einmal so ein Pal kommt und der sagt, ey, ganz ehrlich, der kann hier gar nichts, der Typ, der hier verpflichtet wurde. Also die arbeiten halt gegeneinander. Er wollte den wahrscheinlich auch nicht haben. Der kann hier gar nichts, spielt die ganze Zeit nicht. Und Bobic denkt die ganze Zeit, ey, warum spielt der nicht? Wozu habe ich den verpflichtet? Der ist doch besser als Jastrzemski, als Beispiel jetzt. Also das hat halt für tausende Diskussionen gesorgt. Dennis Jastrzemski. Ja, super schnell. Und immer wenn er dabei war, auch ordentlich. Aber da fehlt immer noch ein bisschen was nach vorne. Ja komm, und jetzt no front gegen Jastrzemski, ich mag ihn, er ist ein Herr Tana, der gibt auch immer alles, man kann ihm nicht vorwerfen, dass er nicht alles gibt, im Gegensatz zu manch anderen, aber der ist doch keiner, der uns in der Bundesliga weiterhilft, also jetzt mal ganz ehrlich, Butter bei die Fische, man darf auch nicht immer so
weicheimäßig sein und nicht einfach mal Tacheles reden, so wie immer Leute sagen, du bist ein Hater. Ich bin kein Hater von Herrn Stremski, wenn ich sage, der ist nicht Bundesliga-tauglich. Ich bin auch kein Hater von Selke, wenn ich sage, der ist einfach kein Bundesliga-Stürmer. Das sieht man doch einfach, wenn man lange genug Fußball guckt. Dafür muss ich auch kein Profi sein, um das erkennen zu können. Ich bin kein Profi, aber ich erkenne trotzdem, dass das in der Bundesliga halt nicht ausreichend ist. Es fehlt einfach was bei ihm. Marco Richter. Erst nicht so geil, dann geil, aber auch er kann irgendwie, habe ich das Gefühl, nur Tore machen, wenn er die quasi geschenkt bekommt. Naja, bei Marco Richter ist einfach so, also erstmal sind 7 Millionen viel zu teuer für den, ja. Das ist schon mal das Erste. Das Zweite ist, der kämpft immer, muss man sagen, der rennt immer, der macht immer, der tut immer. Aber er ist einfach, du siehst es an seinen Anlagen, nicht der prädestinierte rechte Flügelspieler, sondern dann doch eher Zentrumspieler, wo er ja damals auch aufgetrumpft hat bei der U21-EM. Weil er ist kein Spieler, der ins Dribbling geht. Er ist nicht, was ja Maoli da in den Anlagen hat oder ein Luke Bacchio, ja, dass er auch mal dribbeln kann und schnell an jemanden vorbeigehen kann. So eine Spieler brauchst du auf den Außen, die Sprintgeschwindigkeit an den Tag legen, die in 1-gegen-1-Duelle gehen. Und das hat halt einfach ein Marco Richter. Ich habe nicht einmal von dem irgendein Dribbling gesehen. Klar, er kann ganz gute Flanken ab und an mal schlagen, ist auch eher selten der Fall leider. Ab und an kommt mal eine ganz gute Flanke an. Aber er ist jetzt nicht der prädestinierte Außenspieler für mich einfach, muss ich ganz ehrlich sagen. Christoph Piontek hat schon seit 2 Jahren bewiesen, dass er keine Tore schießen kann, wirklich. Ey, sorry, dass ich hier so oft stoppen muss. Also Piontek, für mich immer noch, der hat nicht bewiesen, dass er keine Tore schießen kann. Er hat bewiesen, dass man einfach einen Spieler geholt hat, der aber zu 1.000.000% nicht in das Spielsystem passt, was Hertha spielt. Weder unter Labbadia noch unter Klinsmann hätte das gepasst, noch unter, dann Paul Dardai, weil wir einfach nicht, du brauchst für so einen Spieler extrem krasse Außenspieler, damit so ein Spieler zur Geltung kommt. Und wenn ein Scout das für mich nicht sieht und ein Spieler verpflichtet, der nur in der Box gut ist, dann hat er auch nicht alle Latten am Zaun für mich, ganz ehrlich. Ich kann auch nicht einen Spieler verpflichten für so viel Geld auch noch, der ja krasse Qualitäten hat, aber das ist doch kein FIFA. Das ist doch nicht FIFA, der ist ein krasser Stürmer, den kann ich entwickeln, dann setze ich ihn in die Mitte und dann geht das schon alles. Nee, man muss einfach mal auch die Spielphilosophie von einem Verein angucken, wenn man das überhaupt bei uns Spielphilosophie nennen kann. Einfach darauf warten, mal einen Konter zu setzen. Und wenn da so wenig über außen kommt und so wenig, wir haben ja so wenig Aktionen im Strafraum schon seit Jahren, ja, das ist nicht erst jetzt mit Dardai gekommen, wir haben so wenig Strafraumaktionen, dann brauche ich keinen Boxspieler. Dann brauche ich eher so einen Jovetic. Was soll ich sagen? Ich bin ein großer Fan von ihm, aber er kriegt es nicht hin. Davy Selke müssen wir nicht drüber reden. Ishak Belfodil hat im Spiel gegen Augsburg gezeigt, dass auch er kein guter Stürmer ist. Und dann haben wir noch Stefan Jovetic. Fand ich auch nicht. Fand ihn gegen Augsburg richtig gut, Belfodil. Ist die halbe gute, der halbe gute Offensivspieler, den ich gesagt habe, 1,5. Jovetic ist einer, wenn er spielt, dann setzt er immer wieder Akzente mit seiner Erfahrung und mit seinem guten Stellungsspiel, mit seinem guten Abschluss. Man sieht, dass er es kann. Aber er ist immer wieder verletzt, kommt immer wieder aus dem Tritt. Ja. Und das ist unsere Offensivabteilung. Und wenn jetzt irgendjemand sagt, dass Paul Dardai daran schuld ist, dass wir keine Tore schießen oder dass wir Gegentore kassieren, so viele, dann hau ich dem eine auf die Fresse. Wie soll man mit diesem Kader und mit diesem, ich sag mal, Verletzungspech... Naja, das ist jetzt auch übertrieben. Also... Klar, ich sag auch ganz ehrlich, der Kader ist mehr als suboptimal gerade in der Offensive zusammengestellt, aber dass man so schwach nach vorne spielt, wie wir es halt tun, das ist schon dem System vom Trainer geschuldet. Also du siehst es ja auch immer wieder, andere Vereine kriegen es ja auch hin mit schwachen Außenspielern in dem Sinne oder nicht so krassen Außenspielern. Und Dardai hat da schon große Anteile an. Aber wisst ihr, warum er alleine da großen Anteil dran hat? Alleine deswegen, weil er die falschen Spieler aufgestellt hat. Alleine deshalb, ja, weil er nicht mal andere Dinge versucht hat als ein Mittelstädt, der Linksverteidiger ist. Klar, wir haben nicht viele Alternativen, aber probier doch mal eine andere Alternative aus als Mitty auf dem linken Flügel. Probier doch mal was anderes aus, als jedes Mal Selke einzuwechseln und dem so viel Spielzeit zu geben. Ja, auch wenn ich weiß, es gibt hier einige Selke-Befürworter, aber der ist einfach nicht Bundesliga-tauglich. Und natürlich hat ein Trainer daran Anteil, wenn ich sehe, wie oft es schon so gewesen ist, dass Selke reinkam und wir dann noch einen Sieg verspielt haben. Und es war am Wochenende nicht nur er schuld, das kann man jetzt auch nicht nur auf ihn beziehen, aber er war ein Teilfaktor davon. Also, ich glaube nicht, dass sich Belfodil da gewälzt hätte wie Neymar. Also,
also wirklich, wie die Italiener zu ihren besten Zeiten 2006, nachdem er da so berührt wurde. Und es hat nur für Unruhe gesorgt. Aber wie gesagt, dazu mache ich nochmal ein Video. Und das sind alles auch Anteile von einem Trainer. Auch wenn ich jetzt hier nicht, ich will jetzt hier nicht Flo schlecht reden oder Dardai, sondern ich will einfach nur mal meine Meinung sagen, dass man nicht sagen kann, der hat gar keine Schuld daran. Natürlich hat er schon Anteile auch daran, wie es hier gerade jemand reingeschrieben hat. Irgendwie eine stabile Mannschaft aufbauen. Das hat sich Freddy Bobic ganz alleine zuzuschreiben. Was anderes sehe ich gerade nicht. Aber das muss man schon sagen, Freddy Bobic hat schon auch einen sehr, sehr großen Anteil daran, dass es offensiv nicht läuft. Und wie gesagt, jeder, der halbwegs Fußballverstand hat, hat ja auch sich aufgeregt, inklusive mir. Ich attestiere mir das jetzt mal so ein bisschen zumindest selbst. Als die Transferphase vorbei war, so kannst du einfach keine Transferphase abschließen. Das geht einfach nicht. Aber trotzdem kannst du daraus Besseres machen. Marco hat hier gerade reingeschrieben, Union kriegt es auch besser hin. Ja, aber da muss ich sagen, wir haben auch ein riesiges Problem. Wir haben ein riesiges Problem, was noch nie einer öffentlich angesprochen hat, was ich jetzt einfach mal anspreche. Und zwar ist das Gehaltsgefüge bei uns. Ja? Wir haben Spieler wie einen Toussaint, der 5-6 Millionen verdient, wir haben einen Selke, der 3-4 Millionen verdient, wir haben einen, also ich rede jetzt mal nur von Spielern, die einfach null performen, ja. Solche Spieler haben wir und dann haben wir im gleichen Atemzug, auch einen Piontek meinetwegen, ja, der wird auch seine 4 Millionen verdienen oder 3-4 Millionen und dann haben wir Spieler wie einen Luka Netz, der einen neuen Vertrag verhandeln will und der kriegt nicht mal eine Million, ja. Okay, der ist jung, aber das ist ein sehr, sehr großes Problem, was es bei Union nicht gibt. Die haben alle relativ tiefe Gehälter und die sind auch heiß. Die haben Bock. Bei uns, die sind alle satt, muss man ganz ehrlich so sagen. Auch Luke Bacchio, deswegen auch gut, dass man ihn abgegeben hat. Die sind satt. Denen ist scheißegal, ob die jetzt eine Punktprämie von 18.000 kriegen. Alter, wenn ich 4 Millionen im Jahr kriege, was jucken mich 18.000? 4 Millionen im Jahr, mal umgerechnet für euch, sind 350.000 Euro im Monat. Das sind pro Woche irgendwie 80.000, 90.000 Euro. 80.000, 90.000, ich kann es euch ehrlich sagen und ich will nicht mal jetzt hier so Selke oder Toussaint einen Vorwurf machen, ganz ehrlich, ich würde so einen Vertrag auch annehmen, aber wenn ich 80.000, 90.000 Euro die Woche kriege, egal was ich mache, egal was ich für eine Leistung bringe und ich bin nicht mal Herr Tana, das sind ja keine Herr Tana, das sind nicht wie wir übelste Herr Tana, Alter, dann sieht es eben so aus, wie es im Derby aussieht. Muss man einfach mal an der Stelle so sagen. Mario, danke für 100 Zustimmungsbits. 4 Millionen brutto, und er ist immer brutto, meiner Meinung nach. Aber ist doch scheißegal, Alter, wenn ich 80.000 die Woche brutto verdiene, Alter, rechne es mal auf den Tag. 3.000 Euro brutto am Tag. Okay. Für, Alter, das ist kein Cristiano Ronaldo, das ist kein Messi. Wenn die sollen meinetwegen 100 Millionen im Jahr verdienen. Das sind irgendwelche Unterdurchschnitt, nicht mal Bundesligaspieler für mich. Ja? Ey, NLQ, vielen Dank für deinen Twitch-Prime-Sub, vielen Dank, herzlich willkommen in der Edelmann-Community. Ein Toast auf dich, als wärst du ein Sandwich-Maker. Ab nächsten Monat kriegst du dann ein richtiges Abzeichen, nämlich den DFB-Pokal. So, das mal als kleiner... Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Als kleiner Exkurs. Und dann bedanke ich mich natürlich auch beim ehrenhaften, edelhaften Bilbu Beutling, geiler Name. Vielen Dank auch für deinen Twitch-Prime-Sub, herzlich willkommen in der Edelmann-Community. Freut mich, dass du dabei bist. Ein Toast auf dich, als wärst du ein Sandwich-Maker. Ja, Gehälter werden eigentlich immer brutto angegeben, damit es noch ein bisschen reißerischer klingt. Ich kann jetzt auch sagen, es sind nur 40.000 netto pro Woche. Freddy Bobic hat Pal Dardai diesen absoluten Müllkader, dann da, wo auch noch Pech dazu kommt, serviert. Und Pal Dardai sollte daraus jetzt magisch eine Top-Truppe machen. Real Madrid oder was weiß ich. Das wird nix. Die Hälfte davon ist dauernd verletzt und die andere Hälfte... Gut. Also, ich würde es nicht so schwarz, wie alles im Leben, ob das, keine Ahnung, ob das Corona ist, ob das Fußball ist, ob das jetzt hier Freddy Bobic und Pal Dardai sind, nicht immer nur schwarz und weiß sehen oder eine Seite und andere Seite, es ist immer ein Zwischending. Es ist immer ein Zwischending zwischen allem, es ist nie das Extreme und hier ist es auch wieder so, es ist weder nur Freddy Bobic schuld und es ist auch nicht nur Pal Dardai schuld und es ist auch nicht keiner von beiden schuld, es sind alle in gewisser Weise an dieser Misere schuld und auch ein Gegenbauer ist mit an dieser Misere schuld, ja. Auch wenn nicht im operativen Geschäft direkt wahrscheinlich verwickelt. Aber ich finde, man darf das nicht so, ja, reißerisch für eine Seite sehen. Und jetzt sagt mein Pal Dardai, da lache ich mir doch einen Arsch ab. Der immer da. Alter, was ist denn jetzt hier los? Bauer Jürgen, vielen Dank für den zweiten Monat. Jetzt hast du endlich dein Abzeichen, mein Lieber. Vielen Dank, ein Toast auf dich als Western Sandwich Maker. Danke für deinen Support. ...gewesen ist, wenn er gebraucht wurde, der immer, meiner Meinung nach, 100% gegeben hat, dem für diese Situation, in der wir jetzt sind,
die wenigste Schuld zugeschoben bekommen sein haben zu tun. Und dem sagt man jetzt, hau ab. Plus wahrscheinlich das ganze Trainerteam. Der Einzige, der Hertha auch nur ansatzweise versteht in diesem Verein. Der Einzige, der wirklich für Hertha kämpfen möchte, der sich wirklich für Hertha einsetzt, immer vor seinen Spielern steht. Und dem sagt man jetzt, yalla, goodbye, hau rein, tschüss. Ja, das ist die Frage. Ist es denn immer richtig auch vor sein? Ich nehme jetzt hier gerade mal so diesen Gegenpol an von Flokes, auch wenn ich nicht alles komplett entgegengesetzt sehe. Aber ich nehme ihn jetzt einfach mal an, wenn wir hier drauf reacten. Die Frage ist, ob es immer genau der richtige Weg ist, immer vor seinen Spielern zu stehen. Vielleicht hätten die das auch mal anders verdient, gewisse Leute. Warum? Weil man ein Bauernopfer braucht. Pal Dardai ist nicht der Grund, warum wir so dastehen. Punkt. So ist es. Und auch wenn er jetzt nicht so wirklich die guten Spiele gemacht hat, beziehungsweise immer nur hier und da mal richtig gut performt hat, nach einem 1:1 gegen Augsburg in der 97. Minute das Gegentor, wo es schon viel zu viel Nachspielzeit gab, an diesem Punktverlust ist er auch nicht schuld. Was soll man da sagen? Naja, ganz schuldlos ist er, wie gesagt, nicht. Also, ich wechsle keinen Selke ein, ganz ehrlich. Und, also generell, die Wechsel von Dardai habe ich nie nach. Das muss ich ehrlich sagen, vielleicht in einem von 10 Spielen hätte ich so gewechselt wie Dardai. Heißt jetzt nicht, dass ich bin ja auch beim Training nicht dabei, ich bin auch kein Profitrainer, klar. Aber ich war ja nicht der Einzige, der das so gesehen hat. Also, gerade bei den Wechseln waren sehr, sehr viele unzufrieden mit Dardai, das muss man schon sagen. Ist sehr schade. Und jetzt könnte ich es eventuell verstehen, dass man ihn rausschmeißt. Eventuell, wenn man denn jemand richtig Krasses in der Hinterhand hätte. Zinedine Zidane ist gerade noch, ist er gerade noch frei? Maybe, weiß ich nicht genau. Oder ein fucking, was weiß ich, wenn Dortmund gerade Marco Rose rausgeschmissen hätte. Und man den verpflichten könnte. Ja, aber den Punkt verstehe ich wieder von ihm, ja. Ich habe ja auch gesagt, Dardai, okay, wenn wir so kritisch sind, dann er kann gehen oder muss vielleicht auch gehen, kann sein, aber er kann nicht gehen, wenn ich keine adäquate Alternative habe. Und für mich ist Typhoon Korkut keine adäquate Alternative, aber ich werde gerne eines Besseren belehrt. Ich wäre auch gerne eines Besseren belehrt worden nach der Transferphase, wo alle gesagt haben, ja, sieh doch nicht alles so negativ, das wird alles super. Ja, ich werde gerne, ey, ist mir scheißegal, ich habe doch gerne meine Meinung jetzt gesagt und liege komplett falsch und Typhoon Korkut ist der Trainer, der uns die nächsten 5 Jahre in die Champions League führt. Dann freue ich mich doch, aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen und ich tue hier nur meine Meinung kund. Und da muss ich ehrlich sagen, dann hätte ich ja lieber noch einen Ole Werner gesehen, auch wenn der überhaupt keine Bundesliga-Erfahrung hat. Aber das ist für mich einfach ein Typ, auch ein Typ, der lange mit einer Mannschaft zusammenarbeiten könnte auf Zukunft. Da wäre mir sogar, obwohl ich den eigentlich auf gar keinen Fall hätte haben wollen, wirklich, auch wenn er jetzt bei Wolfsburg vielleicht ganz okay ist, hätte ich ja lieber einen Kofeld genommen und den wollte ich schon nicht haben. Aber Korkut ist für mich Kategorie Frontseck, Kategorie, keine Ahnung, ich will jetzt nicht übertreiben und Peter Neururer sagen, aber Frontseck trifft schon ganz gut. Mir fallen gerade keine anderen Beispiele ein, aber irgendjemand, der auch nur ansatzweise die Qualität hätte oder die Erfahrung und die Vita, den Lebenslauf, um jetzt zu sagen, ja, Pal Dardai ist es wert, rausgeschmissen zu werden. Es ist es wert, wieder einen neuen Trainer. Da muss ich ihm wirklich zustimmen jetzt mal, ja, auch wenn ich hier fast alles bisher anders gesehen habe als er, aber da muss ich ihm zustimmen. Innerhalb von 3 Jahren der 20. neue Trainer? Und dann kommt fucking Typhoon Korkut, der bei keinem Verein länger als 6, 7, 8 Monate war. Lasst uns mal drauf gucken auf seine Trainerhistorie, meine lieben Freunde. Stuttgart U19, Hoffenheim U17, Real Sociedad U19. Das war's. Türkei war er Co-Trainer für wie lange? 1,5 Jahre. Okay. Hannover 96 war er Trainer für wie lange? Ein Jahr. Hat 1 Punkt geholt durchschnittlich. Beim 1. FC Kaiserslautern war er Trainer für 5 Monate. Bei Bayer Leverkusen war er kurz mal Interimstrainer für 3 Monate. Hat da 1 fucking Punkt geholt insgesamt. Also nicht insgesamt, sondern pro Spiel. Bei Bayer Leverkusen. Beim VfB Stuttgart, gut, hat er 1,64 Punkte geholt pro Spiel in 22 Spielen. Das ist nicht scheiße,
Aber man sieht, er hat Stuttgart übernommen, dann war er ganz gut. Dann sollte er sich mit Stuttgart auseinandersetzen, sollte eine gute Mannschaft aufbauen und hat dann in der Folgesaison ein einziges Spiel gewonnen. Und ich rufe Jachi gleich an, nachdem wir... Jachi, wie lange bist du noch wach? Können wir die Pressekonferenz noch gucken und ich rufe dich danach an oder muss ich dich davor anrufen, weil du so früh ins Bettchen musst, mein Kleiner? Anderem in der ersten Runde gegen Rostock ausgeflogen. Freunde, was für ein absoluter Müll ist das? Was wollen die uns hier vorsetzen? Digga, wenn Paul Dardai schon, also ich rede jetzt mal, jetzt ist hier schon Taifun Korku. Ey, so eine Scheiße. Das ist doch absoluter Wahnsinn. Guck mal, wenn Paul Dardai schon kein Drei-Gänge-Menü ist. Paul Dardai ist, ich sag, so, Paul Dardai ist ein gutes Gulasch. So, weiter geht's. Guck mal das Bild von Flokes gerade an. Alter. Streamst du Sonntag das VfB-Spiel? Ja, sichi, Digga. Was ist denn mit Marco, bist du noch da? Der Herr Tana, eigentlich müssen wir das mal zusammen streamen. Aber warten wir mal ab, wann du mal Zeit hast. Essen. Aber der hat mal ein paar gute Spiele gemacht beim VfB Stuttgart. Deshalb hier, gönnt mal. Ich könnte kotzen, wenn ich das hier sehe. Ich könnte kotzen, wenn ich das hier sehe und dann das hier. Ich könnte richtig, richtig kotzen. Der hat in seinem Leben vielleicht eine Sache mal ganz kurz gut gemacht. Ich krieg schon wieder einen Herzinfarkt gerade. Wie ist gerade mein Puls? Ich habe eine neue Uhr hier, die misst meinen Puls. Ach, 60er Puls. Nee, ich hatte gerade 100er Puls. Geht noch. 180 ist noch nicht. Aber wenn ich... Alter, 100er Puls habe ich, wenn ich schlafe. Das sehe, Alter. Und dann nach zwei Heimspielen, die man eigentlich gewinnen hätte können, wo Paul Dardai nicht schuld war, sondern wo die Mannschaft abgeschaltet hat. Na klar befinden wir uns gerade in einer richtigen Scheißsituation. Na klar wollen wir nicht auf Platz 14 sein, einen Punkt vor dem 16. Platz mit 14 Punkten und 27 Gegentoren. Natürlich ist es so. Aber was hat denn Paul Dardai damit zu tun, wenn die halbe Mannschaft scheiße und die andere Hälfte dauernd verletzt ist? Was soll er denn da machen? Und jetzt wieder einen neuen Trainer reinbringen, wieder ein neues System, wieder neue Scheiße, wieder alles aufwubbeln. Zum 13. Mal in 3 Jahren. Das bringt doch nichts. Wir brauchen doch endlich mal irgendwie Kontinuität. Wenn schon nicht in der Mannschaft, dann auf dem Trainerposten. Und Paul Dardai ist der Einzige, dem ich irgendwie zutrauen würde, dass der Hertha BSC nochmal irgendwie richtig hinkriegt. Richtig. Naja, so richtig hätte ich es ihm auch nicht mehr zugetraut bei dem Fußball, den wir da gesehen haben. Aber ich verstehe natürlich, was er meint. Diese Kontinuität geht mir auch auf den Sack. Ich hätte so gerne, dass bei uns einfach mal wäre wie bei Freiburg. Dass wir einfach mal... Bei Freiburg ist es ja schon Geschichte, dass die so lange immer an den gleichen Trainern festhalten. Das ist einfach ein Traum. Ja. Zusammenfügt, weil momentan ist dieses Team einfach keine Mannschaft und daran hat nicht er Schuld, sondern Freddy Bobic, der die wahllos zusammengewürfelt hat. Wir haben jetzt 5 Stürmer im Kader. What the fuck, was ist das? Und dann ja, das stimmt, die Kaderzusammenstellung ist mehr als fragwürdig, ja. Also bei einem guten Verein, wenn du weißt, du spielst mit einem Stürmer, dann brauchst du eigentlich maximal 2. Vielleicht 3. Du kannst auch als dritten Spieler dann einen Jugendspieler nehmen, wie zum Beispiel einen Gangkamm oder so, den man nicht verleiht. Also, die Kaderzusammenstellung ist mehr als fragwürdig. Aber wie gesagt, ich sehe das nicht. Ich sehe das eher grau als schwarz und weiß. Ich sehe da die Schnittmengen von Fehlern bei allen Verantwortlichen. Man Paul Dardai, wo ich mir sage, warum muss man ihn, der Hertha lebt und vielleicht nicht der beste Trainer ist, aber der beste Trainer für Hertha BSC. Natürlich, er ist kein Sternchen am Trainerhimmel. Aber was denn fucking Taifun Korkut dann? Taifun Korkut ist das, wenn du durch eine Straße gehst und überall so Läden sind und da ist Gucci und Prada und mal ein H&M oder so, das ist dann Paul Dardai und dann kommt so ein McGuides und das ist Taifun Korkut. Also das ist jetzt schon sehr hart. Also das ist schon fast wieder ein bisschen witzig, also das ist ein bisschen sehr hart. Aber man muss an der Stelle auch ehrlich mal sagen, also Hertha braucht auch gar nicht zu Gucci gehen, Alter. Weil das einzige Mal, wo wir bei Gucci waren, war, wo wir auf so einem Basar in Istanbul waren. Und da haben wir ein Fake-Gucci-Shirt in Form von 3 Spielern für den Preis von einem echten geholt. Also wie so richtige Dorftrottel.
Also mit Gucci hat Hertha aber auch mal wirklich gar nichts am Hut. Ich habe keine Ahnung, was sich Freddy Bobic dabei gedacht hat. Und ich hoffe für ihn, dass ich jetzt hier meinen 15-Minuten-Rant als falsch herausstellt und Taifun Korkut eine Banger-Saison spielt. Ansonsten muss ich wirklich nochmal drüber nachdenken, ob ich Freddy Bobic wirklich so feiere. Weil die Saison, die Transferphase... Wisst ihr, ich sehe ja auch eure Kommentare gerade. Es ist genauso dumm jetzt, Korkut, natürlich, ich kritisiere ihn ja auch, aber ich übertreibe ja jetzt auch nicht so. Es ist genauso dumm, Korkut jetzt schon so zu kritisieren, wie Bobic die ganze Zeit, bevor er eine Amtshandlung getätigt hat, manche den in den Himmel gehoben haben. Jetzt kommt der Messias so ungefähr. Keine Gotteslästerung an der Stelle, ja. Aber so ungefähr wurde er ja dargestellt von manchen. Es ist beides dumm. Immer erstmal abwarten, was sie liefern und danach kann man urteilen. Aber ich kann trotzdem vorher meine Meinung abgeben und ich hätte diesen Transfer vom Trainer in diesem Falle von Korkut auch niemals getätigt. Und jetzt die Scheiße, da hat er sich schon drei gute Kackhaufen geleistet auf dem Acker vom Olympiastadion. Da muss man ernsthaft nochmal ganz kurz überlegen, ob Freddy Bobic wirklich die Lösung ist. Oder ob man vielleicht nochmal da einen Umbruch macht. Ja, dann nochmal auf der Führungsposition und dann nochmal da einen neuen und nochmal da einen neuen, weil warum nicht? Ist ja eh nur Hertha. Aber einer bleibt. Und das ist Lars Windhorst. Ich dachte jetzt, er sagt, und das ist Felicio. Meine Prediction für Taifun Korkut: in 4 Monaten wird wieder ein anderer Trainer auf der Hertha-Bank sitzen. Das ist meine Prediction. Lasst es mich mal wissen, was ihr denkt. Wird Taifun Korkut Hertha BSC stabilisieren oder ist da noch ein anderer dabei? Also, Marfi Schnösel, ich glaube, das war an mich gerichtet, weil der einzige Schnösel bin ja, wenn dann ich hier. Der ihn in 4, 5, 6 Monaten ersetzt. Der hält die Saison nicht durch, sage ich euch. Und jetzt, meine lieben Freunde, haut rein. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Okay. Like habe ich dagelassen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Dislikes das hat. Auf jeden Fall sehr kontrovers, mal wieder hier zu diskutieren.